Es ist Feierabendzeit hier in Tokio, 22 Uhr, ein bisschen spät wird man vielleicht in Europa sagen, aber durchaus typisch, um diese Uhrzeit strömt man nach Hause. Ich zeige mal so ein bisschen das Bild im Hintergrund. Diese Menschenströme, die man jetzt hier im Hintergrund sieht, die zu den Bahnhöfen hier Shimbashi mitten in Tokio, da oben fährt sogar noch gerade ein Zug, das, was jetzt um diese Uhrzeit nach Hause strömt, die haben entweder gerade eben erst Freizeit genommen oder aber eben noch allgemein mit der gesamten Clique dann noch ein Abendessen gemeinsam eingenommen, vielleicht auch noch Karaoke. Aber auf jeden Fall, jetzt ist Feierabend. Ob auch für andere Menschen Feierabend ist, zum Beispiel für Trump, das wird das Impeachment-Verfahren, das jetzt ja tatsächlich offiziell auch eingeleitet ist, tatsächlich erst bringen müssen. Der Markt hat darauf negativ reagiert, wäre wohl eher die richtige Antwort. Auf der anderen Seite sehr harmlos, denn wenn man sich das Ganze im Stundenchart anguckt, den amerikanischen Index zum Beispiel, die amerikanischen Märkte, dann sieht man, so richtig viel passiert ist da tatsächlich nicht. Der Markt immer noch in einer klassischen, typischen Seitwärtsbewegung unterwegs und dementsprechend alles andere als mit Druck ausgestattet. Auf der anderen Seite, wer im 5-Minuten-Chart guckt, der sieht schon, dass wir hier mal heftige Bewegungen haben. Unsere klassischen Bilder sogar da wiederfinden, Schub mal runter, inzwischen wackelte es mal wieder nach oben. Also insofern ein durchaus typisches charttechnisches Verhalten hier, das kann man immer wieder anwenden. War also auch im kurzfristigen Chart, 5-Minuten-Chart beim Dow Jones zum Beispiel, beziehungsweise S&P war, glaube ich, noch viel deutlicher, das Ganze zu sehen. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also wir sehen, eine Menge Bewegung ist da im kleinen Bild, im großen Bild will aber niemand mehr jemanden wehtun. Jetzt habe ich hier auch noch Besucher, die mir hier zugucken und zuwinken. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal jemanden ins Bild reinbringen. Also insofern, da sieht man vielleicht eine gewisse Bewegung. Also jetzt, wir sehen, er hat die Lampe schon ein bisschen an. Wir sehen das hier im Hintergrund. Na, jetzt dreht er sich weg. Ein bisschen schüchtern ist er ja offensichtlich doch. Na gut, auf jeden Fall, man will sich nicht mehr wehtun jetzt vor den Verfallstagen. Dementsprechend ist offensichtlich wohl eher Zurückhaltung, was die Marktbewegung angeht, angesagt. Und muss man mal abwarten, ob sich da wirklich noch viel ergibt. Heute zumindest mal ist da nicht wirklich mehr Impuls zu erwarten. Zumindest mal nicht jetzt ein richtig großer. Trotz alledem mit ablassendem Volumen, vielleicht noch nicht bis morgen, aber dann zu den Weihnachtsfeiertagen muss man mit allem Möglichen rechnen. Allerdings immer noch insgesamt eine eher bullische Stimmung. Wieso bullische Stimmung? Der Dow Jones, ja okay, aber der DAX geht doch auch nach unten. Aber selbst der DAX hat eigentlich ein noch klassisches Bild, das muss man so sagen. Noch klassisches Bild, ziemlich zügig hoch. Im Moment ABC runter mit einer relativ langen C-Welle. Das heißt noch nicht, dass der Bullenmarkt zu Ende ist. Erst wenn sich das nach unten jetzt beschleunigt, dann ist die Stimmung rum. Und wenn dann der Markt wackelig nach oben kommt, dann bin ich sowas von short, dass ich da gerne mal mitmache. Und wenn es nur für einen Zwischenshort ist, das ist immer eigentlich eine ganz gute Geschichte. Solange der Markt aber im übergeordneten Bild eben ja noch so bullisch ist, will man dann wirklich massiv shorten. Wir haben immer noch die Notenbank-Situation, da hat sich ja nichts verändert. Und ob das Impeachment-Verfahren wirklich durchkommt, wurde heute Abend hier auch, ich habe mich vorhin mit ein paar Tradern und Marktbeobachtern hier zusammengesetzt, heiß diskutiert und man hat gesagt, da passiert eigentlich gar nichts. Da wird man jetzt vielleicht überlegen, ob er zurücktreten sollte. Ihm selber wird aber sicherlich nichts Großartiges passieren, weil einige sagen, naja, geht er dann ins Gefängnis? Nein, das wurde allgemein abgelehnt, wohl nicht. Und ob Trump freiwillig zurücktritt? Naja, die Frage, die ist wohl eher offen. Ich denke, da glaubt wohl eher im Moment keiner daran. Lassen wir uns also, was das angeht, mal überraschen. Ansonsten noch spannend, mal drauf zu gucken. Rohöl, WTI, der Markt hier scheinbar eher auf der schwachen Seite, denn die stärkere Bewegung ist jüngst, wenn man den kürzerfristigen Intraday-Chart anguckt, mal nach unten gerichtet, wackelig jetzt nach oben. Das ebenfalls mal im Auge behalten. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere tatsächlich noch geht. So, also in diesem Sinne mit den letzten Bildern hier nochmal aus Tokio für heute. In der Feierabendstimmung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.